Au. Ja, wie. Also wie? Hey. Ah, jetzt ist ein Feuer, okay. Kann ich einfach so hier reinstoßen? Das Vieh habe ich nicht ins Feuer gestoßen, aber... Das wird mir später sicher nicht nachteilig angerechnet, oder? Komm. Granate! Flieg! Noch eine Granate, wirklich? Hey. Aber das war's jetzt mit euch, oder? Es überlebt doch kein Schwein hier. Da kann man die Munition hier einsammeln. Ach Gott, das lebt doch noch irgendwie. So, wie kann ich jetzt... Hier waren wieder diese Viecher. Auch nicht. Hey. Ah, alles frisch. Zerlege ich dich mal einfach im Nahkampf. Weil ich deinen Schlüssel ganz gern hätte, bitte. Dankeschön. Der dritte Schlüssel. Jetzt brauche ich aber noch den zweiten. Eieiei. Nur noch eins, dann heißt es Bingo. Und gegen die andere neue Waffe hätte ich ehrlich gesagt auch nichts einzuwenden. Aber diese unsterblichen Omega hier noch rumlaufen. Ja komm, was bringt denn das jetzt hier, dass ich... Hey. Ja du, ich hab jetzt keinen Bock hier mit dir. Aua! Wie komme ich denn hier an euch vorbei, Mann? Ach, jetzt sind sogar zwei gleich hier. Ach Leute. Ich will die Waffe. Ich will unbedingt diese Waffe. Ach, hier ist der letzte Schlüssel. Das ist natürlich gut zu wissen. Dann bin ich zumindest von dem Standpunkt mal auf der sicheren Seite, dass ich alle Codes habe. Und das ist auch ein Kontrollpunkt wert. Hast du mir jetzt gerade mein... Hast du mir jetzt... Er hat mir gerade meinen Key geklaut. Dieser Bastard. Oh Mann. Das hätte hier nicht schon Stress genug. Nee, ich muss mir auch noch vor irgendwelchen Pennern. Ach, hier ist die Waffe. Oh, hier ist die Waffe. Gib mir die Waffe. Aber this instant, please. Gern kill auf. Lass mich durch. Ich habe keine Zeit, das zu entriegeln. Ach toll. Vielleicht doch nie. So. Jetzt wieder auf zur anderen Seite. Aber ich werde mir mal eine Heilung reinpfeifen. Damit ich nicht sofort umkipp. Wenn mich was schief anguckt. Ach, der ist hier oben. Auf was schießt. Ihr könnt doch nicht. Ach Leute. Aua. Ach Leute. Ihr könnt mir doch einfach nicht. Dieser Gegner. Oh, du explodierst gleich, weißt du das? Nee, du wusstest das nicht, oder? Ah, du explodierst aber auch direkt mal hier. Und du auch. Komm, ich will jetzt meinen Key. Den scanne ich jetzt hier ein. Das gibt mir einen Kontrollpunkt, oder? Es gibt mir keinen Kontrollpunkt. Zero fucks were given that day. Wie komme ich jetzt? Komm, gib Ruhe hier. Oh, das war dumm. Das war unglaublich dumm. Aber egal, ich renne jetzt hier einfach mal. Ah, hier ist der Weg. Perfekt, dann komme ich ja hier gleich wieder raus. Ach, mit Chris bin ich dann hier rein, ne? Ja, aber mit Ada bin ich von der anderen Seite gekommen. Noch mehr für euch, hä? Machen wir das hier mal auf.
kein Platz dafür. Ach, aber hier kann ich eh auf die andere Seite. Alleine sein? Also. Spüren Sie, wie es sich in Ihrem Körper ausbreitet? Ich gebe Ihnen nur, was Sie mir gaben, Simmons. Könntest du bitte... Eine böse Schwester. Hinter mir sind diese... Haben Sie Angst. Aber keine Rede? Sorge. Bitte. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Sie und Ihre Familie mögen aus der Welt gemacht haben, was sie heute ist. Aber ab morgen wird sich alles ändern. Ich würde ganz gerne durch. Was zum Teufel hat Simmons dir angetan? Kannst du das nicht fragen, während du auf den Knopf drückst, Mädchen? Wann ich wohl meine Doppelgängerin zu Gesicht kriege? Wenigstens ein richtiges Maschinengewehr jetzt. Und hier... Von hier komme ich, oder? Ja, von hier werde ich gekommen sein. Okay. Ist klar. Ist sonst ja nichts mehr. Auch wenn ich jetzt so ein Abzeichen vergessen habe, also übersehen habe mit Ada hier in dem Part. Ada, ist uns auch egal, ganz ehrlich. Ach, und jetzt wird die falsche Ada verfolgt. Also die richtige Ada, nur in dem Fall ist dann die falsche, die... Ja. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ihr versteht das schon, irgendwie. Wir sind auf dem Holzweg. Ach, ich bin so dämlich. Aber ich habe keine Zeit, es zu erklären. Und ich kann mir das auch nicht aufheben. Nee, kann ich nicht, super. Aber kann ich das einfüllen? Ja, ich kann das in den Behälter füllen und gar nicht diese einfach. Das hätte ich vorher auch schon machen sollen, nicht Depp. Ein grünes Licht kann ich aber nicht durch, das heißt, ich kann nur da hoch. Ja. Denen will ich nicht begegnen. Nee, das. Ob es einen anderen Weg gibt? Ich hoffe es. Nee, kann ich ja nicht einmal, okay. Muss ich den Scheinwerfer von ausweichen? Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Das sieht so aus. Keine Scheinwerfer, bitte. Oh, hier ist wieder so ein Abzeichen. Die sind echt rar mit Ada. Also im Vergleich mit anderen Kampagnen. Oder ich übersehe einfach alle, weil ich so dämlich bin, aber. Mir kommt es vor, als wären sie mit Ada echt seltener. Kann ich hier den Koffer? Nee, kann ich nicht. Und da. Also mit den Lichtern ausweichen, das war jetzt aber auch ein bisschen übertrieben leicht, oder? Danke fürs Ablenken, Leute. Wir sehen uns. So geht's natürlich auch. Es ist echt interessant zu sehen, wo Ada hier so die Wege hatte, während man in den anderen Kampagnen war. Sie war im Prinzip echt immer irgendwo bei den anderen dabei, ne? So. Und hat geholfen oder ist einfach vorbeigeschlichen, wie gerade eben. Ist auf jeden Fall interessant anzusehen, wie die hier alles wegballern. Allerdings... würde mich dann doch mehr interessieren, was hier weiter hinten ist. Auch irgendwie Munition? Nee. Tür? Hier haben wir eine Kiste mit Munition. Ach Gott, ich habe zu wenig Platz dafür. Aber für die Fähigkeitspunkte... Oh! Ich habe hier gar nicht gesehen, was machst denn du hier? Oh, haben wir uns gegenseitig übersehen. Ich brauche aber die Munition. Ich kann das nicht einfüllen? Ja, dann nehme ich eben so einen Tic-Tac, fülle es ein und nehme dann hier die Munition. Weil... ich habe fast gar nichts mehr mit der Uzi. Ist dann doch die Standardwaffe und deshalb sollte ich doch ein bisschen Munition haben. Für. Ach nee. Warst schon die ganze Zeit hier, ne? Und dann drücken wir einfach drauf. Und ich kann die Fliege ignorieren. Und mir natürlich sehr gelegen, wenn ich diese. Noch mehr Scheinwerfer. Oh! Direkt mit dem Raketenwerfer, ne?
Ja, ich glaube, hier werde ich jetzt auch nicht mal wegkommen. Oder? Nee. Jetzt Tode gesteckert. Nee, 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 nee. Dann bring mich einfach. Ich kann mich auch einfach umbringen jetzt hier. Oder ich. Vielleicht. Nee. Aber ich bin durchgekickt worden. Allerdings sind jetzt diese Liegen hier. Aber vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Mal schauen. Mich hat eine Kugel drückt, war's das. Ich kann ja ganz gut. Passt. Passt. Ja, ich dachte, ich würde in Deckung stehen von Anfang an bei den Scheinwerfern. War nicht der Fall. Noch mehr Scheinwerfer. Ganz eindeutig. Lauf, lauf, lauf. Eieiei. Dann bleiben wir mal hier in Deckung. Oder kommt der nochmals. Ah, der kommt nochmal zurück, okay. War sie die richtige Entscheidung. So, und jetzt? Uiui. Könnte relativ knapp gewesen sein. Ach, guck an, da drin. Laufen die Typen rum. Und dann mal lieber hier auf Nummer sicher gehen. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, das war gar nicht gut. Haben sie mich doch gesehen. Aber wir haben hier Brandgranaten. Ich bin auch so eine Brandgranate hier. Noch eine Brandgranate vielleicht? Hilft das? Ich will ja nichts sagen, aber so viele Brandgranaten auszuhalten ist relativ unhöflich, Leute. Oh Mann. Oh wow, wow. Ich dachte, du bist tot. So, dann verreckt jetzt hier einfach mal. Ja, viele haben sie nur ausgehalten. Du lebst immer noch. Von hier. Jetzt müsste es aber reichen, ne? Ja, jetzt reicht's. Jo. Jetzt haben wir ja wieder ordentlich Granaten verbraten. War nicht unbedingt notwendig, aber kann ich jetzt hier rein? Warum stellen wir den. Ich auch nicht abstellen, oh Mann. Ja, den Alarm auslösen ist nicht so die beste Idee. Wie man gerade gesehen hat. Davor auch schon. Ach nee, du. Wie Kakerlaken. Hä? Hey? Mein Gott, seid ihr dämlich. Und hier. Wie geht's jetzt hier weiter? Doch lieber nicht. Eieiei. Oh. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Ah, das hätte auch zwangsläufig was. Nee, hätte nicht. Hätte nicht passieren sollen. Okay. Dachte schon. Kann ich die nicht einfach hier ganz gemütlich. Wie Kakerlaken. So ein Bolzen in den Kopf oder so. Das wird das Problem doch sicher lösen, oder? Ah, toll. Like a Pro. Na, schau, wie das das Problem löst. Wer schießt jetzt auf was? Schießen die auf mich, oder? Obwohl ich hätte das Ganze natürlich auch einfach so machen können, dann wäre das vielleicht ein wenig. Ja, ist aber auch egal. Ich meine, der eine Bolzen ist jetzt nicht so die Welt. Das werde ich schon irgendwie verkraften können. So. Gibt's hier jetzt noch was? Nee. Dann geht's weiter. Zu Chris oder zur falschen Ada? Weil das sieht nach Rätsel aus.